die hört jetzt gleich als erste die Klingel für die letzte Runde. Lisa Oeth, die aber auch hier nicht mal denkt, nee, ich habe den Titel sicher, ich renne Tempo raus, sondern wie gesagt, sie baut den Vorsprung immer weiter aus. Das ist unglaublich. Und jetzt hat sie die Glocke gehört. Jetzt ist sie auf der letzten Runde und dann ist die Zeit natürlich auch interessant mit Hinblick auf die neue deutsche Jahresbestleistung. Da haben wir nämlich 9:18:39 von Josina Papenfuß stehen. Und wir schauen uns diese Demonstration von Lisa Oeth weiter an, wollen aber gleichzeitig auch gucken, was dahinter passiert. Und da ist Leandra Lorenz nach wie vor auf Rang 2 und Caroline Sophie Löffel von der BV Garrel auf Rang 3. Aber Clara Koppe von der TSG Dülmen, die arbeitet sich da so langsam ran und will da vielleicht jetzt auf den letzten 200 Metern nochmal angreifen. Aber Lisa Oeth, gucken Sie sich das an, das ist Wahnsinn. 150 Meter vor dem Ende, die letzten Meter für Lisa Oeth. Es war ein von Anfang an ungefährdetes Rennen. Da grinste schon 100 Meter vor dem Ziel. Was für ein Rennen für die Athletin aus Hessen, jetzt auf den letzten 20 Metern. Lisa Oeth, SSC Hanau-Rodenbach. Ja, den Finger, den hebt sie zurecht. Da kann sie sich freuen. Und das ist der Kampf um Silber. Leandra Lorenz und dahinter, das ist dann Caroline Sophie Löffel. Und der zweite Platz, also, der geht an Leandra Lorenz.